Ist mit dem richtigen Mindset wirklich alles möglich? So die an mich gestellte Frage dieser Woche. Und wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß genau, was ich jetzt antworte, nämlich nö. Natürlich nicht. Und gleichzeitig weise ich aber diesmal jetzt schon ganz am Anfang darauf hin, natürlich mit dem richtigen Denken, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen geistigen Haltung und Einstellung, mit der richtigen Denkweise, richtig in Anführungsstrichen, kannst du viel mehr erreichen, als du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Und du kannst wahnsinnig viel Einfluss nehmen im positiven Sinne auf dein Leben, auf deine Lebensqualität. Und natürlich ist trotzdem nicht alles möglich. Wenn du mit 1,40 geboren bist und nicht größer wirst, wird es relativ schwer, ein Star in der NBA zu werden. Und was dir auf keinen Fall gelingen wird, ist ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel das Fliegen zu lernen mit deinen beiden Armen, wenn dir da nicht irgendwie was zusätzlich wächst. Und ich sage immer, versuch doch morgen mal die Sonne im Westen aufgehen zu lassen. Und meine Frau hat irgendwann dazu gesagt, ey, du kannst sie nicht mal im Osten aufgehen lassen. Du kannst sie nämlich gar nicht aufgehen lassen. Und das trifft auch so ziemlich den Kern. Wir können alles in Anführungsstrichen möglich machen, wenn wir dieses alles so definieren, dass es im Rahmen der physikalischen Ordnung und von Ursache und Wirkung und den universellen Gesetzen möglich ist. Dann können wir von allem sprechen, aber natürlich ist nicht alles möglich. Und nochmal aber der Hinweis, es ist viel mehr möglich, als wir uns meistens vorstellen können, mit der richtigen geistigen Haltung, mit der richtigen Einstellung, mit dem Denken, was dir zugute kommt und der dich im Wege steht.